Willkommen, liebe Zuschauer. Das hier ist jetzt unser Ankündigungsvideo auf das, was jetzt bald kommt. Ich lese euch am besten mal die Regeln vor, dann kapiert ihr es wahrscheinlich am besten. Jeder hat eine Stunde Zeit, um dem Gegner ein kleines Adventure zu bauen. Alles darf im Creative Mode gebaut werden. Es darf nicht über die weiße Linie gebaut werden. Es sei denn, es führt zum Ende des Parcours. Man hat dazu 40 mal 40 Felder. Also wie ihr sehen könnt, habe ich eben hier links und rechts ein 40 mal 40 Feld mit einer weißen Linie umzogen. Das ist eben der Bereich, in dem man dem anderen einen Parcours bauen darf. Und man darf eben nicht darüber hinaus bauen, es sei denn, der Parcours ist danach zu Ende. Es wird eine Stunde lang, werde ich und Max das hier machen. Nach besagter Stunde werden beide im Survival Mode den jeweils gegenüberliegenden Parcours bewältigen. In jedem Parcours müssen 10 Gold versteckt sein. Wer zuerst den Parcours geschafft hat, hat gewonnen. Zur Verfügung steht alles in den Truhen. Also die Truhen seht ihr ja zum Beispiel am Homepunkt, seht ihr sie. Also zum Beispiel die Endertruhe, in dem die komplette Eisenmontur und Pfeil und Bogen. Dies darf man zur Adventure mitnehmen, wenn beides gebaut ist. Darf man eben hier die Sicht aus der Kiste holen und darf es eben dann im Parcours verwenden. Es darf alles gebaut werden, aber es dürfen natürlich nicht so viele Monster gebaut werden, das ist mit einem Eisenschwert nicht mehr machbar. Jeder hat eben hier sein eigenes kleines Kabuff, in dem er ein Bett drin hat, einen Nachttisch, eine Enderkiste und eine normale große Truhe. Der rote Teppich ist dafür da, dass der Gewinner wird dann eben hier auf das Podest gestellt. Hier erster, zweiter, dritter. Wir sind zwar nur zu zweit, aber ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, unterirdisch wird schlecht sein zu bauen, denn wir sind ja auf einer super Flat-Welt. Und da sind ja der Boden nur 4 Blöcke tief. Und der Parcours muss aber schaffbar sein. Also man darf keine unmöglichen Sprünge hinbauen, sie müssen schaffbar sein. Sie dürfen kompliziert sein, aber sie dürfen nicht unschaffbar sein. So, das war's von unserem Vorstellungsvideo von Let's Build Adventure Minecraft. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn es heißt Let's Build Adventure Minecraft mit dem Julian und dem Max.